Willkommen zum 17. Qualifying der F1 Pro League hier in Amerika. Das Qualifying wurde euch präsentiert von Kronbacher und die Alkoholfrei von Kronbacher. Kronbacher Frink Fat in der Bean Delicious Edition. Enjoy it! Willkommen beim Qualifying zum USA-Liga-Rennen der F1 Bros League. Wir beginnen mit wunderschönen Donuts von Tripper Tim Steyo, der seine Reifen aufwärmt für seine Hot Lap in Q1. Tja, das ist ein Meistertrick, beherrscht auch nicht jeder. Und hier die Boxeneinfahrt von Steyo, auch sehr schnittig genommen. Tja, nicht jeder Fahrer fährt einfach so konsequent wie Steyo, könnten sich schon einige ein Scheibchen davon abschneiden. Gut, sind wir hier bei Tobias Arendt. Ja. Was fällt er so zusammen? 31,8, damit ist er 9. Gut, wir wissen noch nicht, wie viele insgesamt fahren. Es scheint so, als würden 16 am Start sein. Deshalb ist Q1 notwendig. Mal schauen, was fährt Steyo. 14. Steyo. Vorläufig in Q2. Die Massen können es kaum glauben. Und was macht Steyo jetzt? Oh, Steyo. Steyo nimmt die Kurven sehr schnittig. Das ist eine Ideallinie von Steyo. Bestzeit im ersten Sektor von Steyo. Was macht der Junge hier nur mit diesem Mercedes? Da lässt er endlich mal das Sandbagging weg. Oh, er bricht ab. Und Chris Lester draußen. Da fällt die Nase nachträglich ab. Und hier nochmal die wunderbare Rallye-Anlage. Einlage von Tim Steyo. Oh, was ein Drift, Steyo. So, damit sind wir in Q2. Nur Chris Lester ausgeschieden. Ja, so ein Opfer. Und jetzt geht's weiter. Christian Beckmann und Noah Bergmann hier mit ihren Windschattenspielchen. Ja, anscheinend haben sie es nötig, weil... McLaren, die das ja zuletzt in Mexiko perfektioniert haben. Da haben wir es jetzt noch nicht gesehen bei denen. Tobias Arendt kriegt den Apex der letzten Kurve nicht so gut hin, aber er fährt 13. schneller als in Q1 und ist damit weiter in Q3. Da gingen die beiden Williams ausgeschieden. Beckmann und Bergmann von 15 und 14. Vögel. Steyo auf 12. Wahrscheinlich hat er wieder im ersten Sektor einfach die übermäßige Ideallinie gefunden und Lucky dann leider gerade so ausgeschieden. Und damit begrüße ich auch den guten Semi hier in der Kommentatorenkabine. Ja, guten Tag, hier aus Austin, Texas. Und jetzt sind wir auch live beim Geschehen dabei. Rocky von Stein, Jan-Niklas Weiter, Max Menzel, Florian Dertür, Lennart Götze. Lennart Götze, neuer Stammfahrer bei Haas, habe ich gehört. Und Johannes Marx, neuer Stammfahrer, glaube ich, auch bei Toro Rosso, nachdem Robert Groiliro die Liga verlassen hat. Es gab ja einen kleinen Kommentar von ihm unter dem Mexiko-Liga-Rennen. Da gab es ja eine kontroverse Szene zum Rennende mit Robben Hugentobler. Und auch der Kugelblitz, habe ich gehört, wird diese Saison nicht mehr antreten. Das ist ärgerlich. Eine Identifikationsfigur, die sich in den letzten 2 Jahren... Bist du tot? Nicht tot, aber mein längeres Bein ist. Oh, ich hab auch. Ja! Gut, da freuen sich, glaube ich, einige, dass Götzes Technik streikt. Was ich sagen wollte, der Kugelblitz, der sich in den letzten 2 Jahren einen Namen gemacht hat, jetzt geht er einfach wieder. Finde ich schade. Ja, sehr schade. Damit ein immenses Spannungselement weniger. Aber wir haben ja immer noch 16 hochmotivierte Fahrer, unter anderem eben auch Tobias Arendt, Sandro Compagnoni, der, wie gesagt, geheiratet hat und demnach den Namen seines Mannes angenommen hat, Rafa, Lorenz Hörtsing, der ja immer noch Jan-Niklas Weiter in der WM herausfordert, und Tim Schäfer. Okay, da selbst wenn Binder meilenweit entfernt ist, der ist nicht nach Austin gereist, wird über ihn geredet. Da sieht man, das ist doch schön. Dieser Legende, ja. Einzig wahre Legende. Wird Binder 2019 zurückkommen? Es gibt ja Gerüchte. Er hat sich F1 2019 zumindest ins Visier genommen. Ob er es schon gekauft hat, wissen wir nicht. Beziehungsweise vorbestellt. Aber Binder ist heiß. Also man merkt, hinter den Kulissen, Binder wäre interessiert an einem Comeback. Simi, wie schaut's bei dir aus? 2019er Saison, wieder als Fahrer? Stammfahrer? Als Stammfahrer will ich mich da nicht eintragen. Ich sehe mich eher nochmal in der Rolle als Gaststarter, weil privat gesehen lässt es halt einfach nicht mehr zu, dass ich Stammfahrer sein kann. Obwohl es auch schön wäre, wieder mal aktiver mit dabei zu sein. Aber ich denke mal, ein paar Gaststarts sollten es richten.
du mal. Ich halte ihn hoch. Auf jeden Fall. Ja gut, also dieser Counter, der da eingeblendet wurde, der ist ja auch ein Witz, ne? Gut. Welcher Counter? Da, die werden den Counter sehen. Gut. Okay, alle Zuschauer denken sich gerade, what the fuck? Tja, so ist das halt manchmal. Ja, das ist so ein Bros-League-Ding. Aber wir wollen jetzt mal die ersten Rundenseiten sehen. Wir sind hier bei Johannes Marx, der geht da weit raus nach Kurve 19. Jetzt die letzte Kurve, der Ausgang, ja doch, ideal, über Start und Ziel, eine 1:30.851. Das ist eine gute Runde, sehr gute Runde von Johannes Marx, der ist motiviert. Der Pole-Setter von Baku, das dürfen wir mal nicht vergessen, also der Junge hat was drauf. Und auch Rocky von Stein. Der ist schnell unterwegs und tatsächlich, Lennart Götze hat technische Probleme. Technische Probleme in Austin, irgendwo kenne ich das. Irgendwoher kenne ich das. Ach, Lotzi. Lotzi, musst du wirklich so schnell sein? Und Hörzing, 30-1. Abseits der Kameras, eine Fabelrunde von Lorenz Hörzing. Damit ist er eine halbe Sekunde schneller als Rocky von Stein. Rocky von Stein, der ja Hörzing in Mexiko abgeräumt hat. Wofür es offensichtlich keine Strafen gab. Genauso auch für das Manöver von Max Menzel an Jan-Niklas Weiter. Wo, ja, wenn man die Aluhüte aufsetzt, quasi die Revanche war. Oh, jetzt haben wir Team Radio. Ah, ja, shit, ihr habt vergessen, ihr Rest einzustellen. Ja. Ja. Gut, das Team Radio war jetzt etwas leise. Ich habe leider nichts verstanden. Vielleicht wird es im Nachhinein noch etwas lauter editiert. Und Jan-Niklas Weiter geht auf seine schnelle Runde. Wenn wir so schauen, Hörzing da ganz alleine vorne eine halbe Sekunde, dann Rocky von Stein, Team Schäfer nah beisammen. Oh, 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 oh. Aufpassen, Pentalox. Da hat Rocky aber gerade noch so die Katastrophe verhindert. Eieieiei. Ich hab keinen. Hätte ich das nicht gemacht, hätte ich mir in der Boxenfahrt Einfahrt das Rad abgehakt. Ja. Da hat Rocky höchstwahrscheinlich recht. Oh, und der nächste. Sandro ist innen angeschlagen, oder? Da war gerade ganz komisches Stocken bei Sandro. Thiele ist das letztes Jahr im Ligarennen passiert. Da ist er an der Boxengasseneinfahrt vorbeigerutscht. Im Intermediates-Bedingungen, meine ich, war das. Generell muss man ja sagen, Thiele und die Boxeneinfahrt, das hast ja schon eine tolle Love Story. 2016 war es, glaube ich, als er rückwärts auf der Startzielgerade gefahren ist. Obwohl er die Boxeneinfahrt mitnehmen wollte, ne? Ja. Ich glaube, das legendärste Safety Car, was wir jeweils zu Gesicht bekommen haben. War das Thiele oder war das Swaggy? Ich glaube, das war Thiele. Ich meinte, das war Thiele. Hat er es dann 2016 und 2017 gemacht? Hat das zweimal gemacht? Oder habe ich mir 2017 eingebildet? Alle Zuschauer, die sind bestimmt größere F1 Bros League Kenntnisträger als wir hier, wir Amateure in der Kommentatorenkabine. Derweil weiter 30. Ach, das ist okay. Es ist okay, ja. So, ne? Aber. Aber es ist schlecht im Gegensatz, was Hörzing da abgeliefert hat. Ja, genau. Gut, also 5,5 Minuten haben wir noch. 6 Fahrer haben eine Zeit gesetzt, 3 davon warten noch auf eine Zeit. Champignoni, oder ich Companioni, ich kann schon nicht mehr den richtigen Namen sagen. Der bleibt wohl bis ganz vor Ende. Das heißt schon Champignoni, war schon richtig. So, Max Menzel, der bestätigt die Pace von McLaren. Aktuell auf der Frontreihe. Das wäre doch mal was. Hatten wir diese Saison schon eine Doppelpole? Ich hab ein Gedächtnis, wie ein Fisch, wurde mir mal von Jan-Niklas Weiter gesagt. Liebe Grüße, du altes Hippo. Ich weiß nicht mehr, hatten wir schon dieses Jahr eine Doppelpole? Ich würde mal sagen, es kommt mir so selten vor. Wir reden hier weiter und in der Zwischenzeit forsche ich mal in unserem Archiv nach. Dann hab ich mal einen Blick auf Florian Dertür, der Sauberpilot. Kannst keinen abräumen. Noch ist es ja sauber. Demnach jetzt auch der einzig verbliebene Sauberpilot, wenn Robin Hugentobler leider nicht mehr dabei ist. Vielleicht wird er sich für 2019 ein Comeback überlegen, aber... Oh, der Tür! Ganz knapp an Hörzing dran! Bis auf eine Zehntel. Sprengt somit die orangene Reihe 1. Ich werde eh wieder Vierter, wie immer. Und Rocky
Der freut sich auf seinen vierten Stammplatz. Startplatz, ja, den er als Stammplatz ansieht. Aber vielleicht geht ja doch ein bisschen mehr. Vielleicht bleibt die Kamera hier drauf und wir sehen eine ganze Runde vom Circuit of the Americas. Tatsächlich, wir hatten eine Frontreihe von einem Team. Und das war in Frankreich. Das war so schön, es gab einen McLaren 1. Beide Williams. Williams, ja. Ja, da war Williams stark, haben es leider beide im Rennen verhauen. Da haben sie beide in die Scheiße gelangt, ne, Simi? Mhm. Im wahrsten Sinne des Wortes. Bam! So, gut. Ah. 3 Minuten sind's noch. Und einige müssen hier noch nachlegen. Rafa, Compagnoni, Champagnoni, sucht euch aus. Ist jetzt auch auf der Strecke. Ist da drin, oder? Und Rocky von Stein. Kleine Verbesserung. Das wird nicht reichen, um an Menzel vorbeizugehen. Dafür ist, glaube ich, die Verbesserung zu wenig. Also man sieht, Rocky ist an seinem Limit, aber in der Kurve hat er jetzt 2 Zehntel rausgeholt. Wenn er bei einer 30-4 landet, ja, es könnte reichen, um Max Menzel zu schlagen. Ja, kommt darauf an, wie die letzten beiden Kurven nimmt. Da geht er ein bisschen weit raus, verliert ganz wenig. Letzte Kurve, den Apex gut mitgenommen, raus beschleunigen. Es wird wohl drauf auslaufen. Eine Zehntel setzt sich vor Menzel, aber nur knapp. Nur knapp. Wir fahren mit, ja. Also ich fahr mit. Und Menzel noch in der Box. Also wenn Menzel noch eine Runde hinlegen will, dann muss er sich langsam aber sicher sputen und aus der Boxengasse rausfahren. Genauso wie Hörzing und der Tür und auch weiter. Tim Schäfer hat sich derweil still und leise auf die Position 6 verbessert mit einer 1,37. Eine Zehntel vor weiter und so wie es ausschaut, warten die alle ziemlich lang. Das könnte eine riesige Kolonne geben. Weiter jetzt rausgefahren. Bleiben noch 3. 2 Minuten auf der Uhr. Alter, wo fährt denn der Rafa da gerade lang? Hast du es gesehen? Ja, das war ja... Das müsste eigentlich eine Streichung der Zeit geben. Der müsste langsam raus. Aber er knackt die Zeit von weiter. Und auch die von Aachen. Seh ich jetzt kritisch, dass man so offensichtlich die Strecke verlässt und dann trotzdem weiter Gas gibt. Also, keine Ehrenmann-Aktion von Rafa. Oh, und toll, das an Hörzing fährt raus. 1,36. Das wird eng, es kann aber reichen. Für Menzel wird es richtig eng und für der Tür, ich glaube, für der Tür reicht das nicht. Also, unbedingt schauen wir mal, vielleicht finden sie die Steho-Linie im ersten Sektor. Aber auf diese drei müssen wir schauen, denn die können da ganz knapp über die Linie kommen oder auch nicht. Schäfer geht ebenfalls weit. Ja, Schäfer auch kritisch, wie weit außen der war in der letzten Kurve. Also, Leute. Leute. Track-Limits in der Formel 1 zu beachten. Wir sind hier nicht in einer Rennklasse, wo das erlaubt ist. Boah, und schöne Linienführung. Also, wow, das sah schön aus. Sehr elegant. Problem ist, Arend ist mit Abstand der langsamste bisher. Also, ja. Also, das ist schade in den Codemasters Games. Schönes Fahren ist selten schnelles Fahren. Ja, sehr schade. So, mal schauen. Rafa, der hängt direkt eine Runde hinterher. Boah, was man alles rausfindet, wenn man mal Hötzing und Metz, die sind alle über die Linie. Oha. Also, ich frage mich gerade, wie das möglich war, aber okay. Ah, nee. Noch nicht. Okay, diesen letzten Sektor. Ich wollte schon sagen. Also, jetzt auf die drei. Für Hörzing reicht's. Für Menzel wird's auch reichen. Die Frage ist, reicht's für der Tür? So, bei Menzel bin ich mir noch nicht so sicher. Der Menzel ist davor. Es reicht für alle drei. Gut, Max hat abgebrochen. Max ist fertig mit der Session. Rafa ist fertig. Schäfer, glaube ich, dürfte auch fertig sein, nachdem er 2 Hotlaps gefahren ist. Arend hat sich verbessert auf 1,31,0. Das heißt, ich glaube mal, der ist auch fertig. Und jetzt achten wir auf die Top 4 und Jan-Niklas weiter. Bei dem besagten Russland-Quali war ich auch so knapp. Der Tür hält seinen Wagen also mal auf der Strecke, geht nicht auf die Curbs. Ja, Schäfer ist ebenfalls durch, wie du es gesagt hast. Wir bleiben aber weiterhin bei der Tür, jetzt auch onboard mit dabei. Anbremsen und wir wechseln zu Rocky von Stein. Ja. Der jetzt seine Runde gleich beenden wird. Er ist nochmal auf Verbesserungskurs. Ja, das kann man noch eher durchgehen lassen als das von Rafa. Letzte Kurve, von Stein beschleunigt über Start und Ziel. Bis auf eine Zehntel kommt er ran. Oh, ganz knapp hinter der Tür. Schade für Rocky. So wie er den letzten Sektor gefahren ist, so finde ich es absolut okay.
Und weiter knapp hinter Rocky auf P4. So, wir sollten auf Hürzing schalten. Ja, da sind wir auch. Noch zwei Kurven liegen vor dem Österreicher. Kann er seine aktuelle Pole-Zeit verbessern? Nein, ich werde immer Vierter. Letzte Kurve. Da kommt der McLaren über Start und Ziel. Und es ist eine Zeitenverbesserung. Eine 1:29.9. Der Tür kann es nicht. Auch Menzel zu weit weg. Und Arendt dürfte der Letzte sein. Der ist auf Minimal. Ja, doch nicht mehr. Nicht auf Verbesserungskurs. Es bleibt dabei. Und da sehen wir es. Hörzing mit einer Fabelrunde holt sich den Punkt für die Pole Position. 1:29.9 unter der 30er Marke. Sensationell von Hörzing. Auf dem letzten Drücker hat er nochmal nachgelegt. Es wäre gar nicht mehr nötig gewesen, aber ey, ist doch eine super Kampfansage hier vom aktuellen WM-Zweiten. Der Tür sehr stark wie immer auf der 2, Rocky auf der 3, dann Menzel vor weiter, wichtig für Hörzing, gefolgt von Marx, Schäfer, Raffa, Arendt und Götze. Der wird eine Aufholjagd starten, sage ich euch. Dann haben wir noch die zweite Hälfte des Klassements, Leonardo Lucky auf der 11, gefolgt von Tim Steo. Und dann sehen wir Vöcke, Bergmann und Beckmann. Allesamt haben es mit dem Supersoft versucht, in den nächsten Abschnitt zu kommen. Deswegen sind sie allesamt nicht in Q3 dabei gewesen und Chris Lester, die Legende, auf dem letzten Platz, dem 16. Startplatz für das morgige Rennen. Ja, ich würde sagen, schaltet morgen ein, ne? Ja, unbedingt. Es geht noch um was. 29 Punkte der Abstand zwischen Hörzing und weiter. Der kann schrumpfen, der kann größer werden. Unbedingt wieder einschalten. Bis dahin, macht's gut und ciao. Lawrence Hörzing is on the pole position for the USA Grand Prix. The race were presented by you. Hast du gerade auf das Krombacher von Thiele geachtet? Das war das Letzte. Das musst du nochmal anhören.